Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Oh, das war kein langer Flug. Ich bin direkt hier oben drauf. Da ist ein Bagger mitten in der... Okay, komplett Bagger? Drin. Nein, wo? Der ist hier oben, wartet. Okay, wir versuchen erstmal den Part vernünftig anzufangen. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego World mit dem Ego Whitey. Und im Drachenburschen. Wo ist der Bagger, Mensch? Der Bagger ist in den Wolken, Mensch. Ich stehe voll auf Bagger und oh, das ist alles meins so, ne? Okay, gut. Das Kind im Manne oder so. Ja, ich gucke, kennst du hier Gold suchen in Alaska? Nee. Auf D-Max und so? Alter, das sind meine Sendungen. Gold schürfen und so, das ist meins, ne? Das kannst du dir okay, nicht vorstellen. Okay, dann hast du jetzt einen Bagger gleich. Den habe ich nämlich gerade entdeckt. Ich kann ihn auch noch, ich kann ihn viermal, fünfmal entdecken. Das hilft alles nichts irgendwie. Also ihr müsst wissen, Freunde, wir sind auf der, im Schrottdschungel sind wir gerade, ja. Eigentlich war es anders geplant, der Anfang. Ich bin ja aber irgendwie, fragt mich nicht warum, ich bin ja auf einmal reingeflogen und ja. Auf jeden Fall ist das hier ein riesengroßer Schrottplatz. Mega geil. Oh, das ist meins. Hoffentlich kann ich die ganzen Autos zerstören. Entschuldigung, dass ich dir so ins Wort rede, aber nö, ich bin ist kein nervös. Problem. Ich kämpfe hier sowieso gerade auch mit meinem Bagger. Ich würde ihn ja gerne fahren, aber der hängt hier so blöd fest in den Wolken, dass ich da nicht rauskomme aus dem Ding. Vielleicht kann der kannst du hier ich das, denn jetzt da hoch? Das Ding weiterfahren. Da ja genau, wir wollten ja eigentlich, wir waren ja letztes Mal in Candyland und wollten dann eigentlich direkt hier rüberfliegen, aber dann haben wir uns gedacht, gut, dann sind wir direkt hier drinnen gelandet, da haben wir gedacht, oh nein, der Bagger ist in zwei Teile gebrochen. Nein! Warum? Das weiß ich nicht. Du sowas nicht. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Das ist kaum ich hab ihn nicht mal gesehen. Da rechts ist noch einer. Ich sehe noch einen. Ich komme jetzt erstmal hoch. Ich sehe einen Bagger. Ihr habt den falschen Knopf gedrückt. Da ist er. Jau. Ich überlasse ihn mal dir. Ich glaube, der Bagger ist eher deins. Da ist er. Ich werde bekloppt. Ist das cool. Dann tun wir hier nochmal die Lautsprecher entdecken. Ach, da kommst du angeflogen. Ja, ich sehe schon. Große Schrottblumen. Wow, das Motorrad. Da fahren Leute mit Motorrädern rum. Boah, richtig gut. Paintball-Spieler. Ich kann auch graben, nein. Hoffentlich kann ich Steinchen ausgraben. Ich habe jetzt leider keine Münzen, deswegen kann ich das Motorrad wahrscheinlich nicht kaufen, oder? Muss mal gucken. Pistole. Ja, wir haben mittlerweile ja auch schon echt viel. Bei 40 kriegen wir ja schon wieder was Neues. Es gibt, also die maximale Stufe ist momentan erreicht, wenn man, haben wir das schon mal erzählt, ich weiß gar nicht, wenn man 100 Steine hat, das ist momentan die maximale Stufe. Und das ist auf jeden Fall das Ziel. Und dann schaltet man angeblich die ganz großen Welten frei. So. Boah, ich kann das hier weggraben. Boah, ist das cool. Whitey ist glücklich, glaube ich. Ich bin jetzt in meiner Welt, ne? Das sag ich dir. Ne? Also ich bin jetzt, also ich bin mega glücklich gerade. Ich glaube, wir bleiben noch länger auf dem Schrottplatz, habe ich so das Gefühl. Das ist ja cool. So, die Abrissexperten wollen wir nicht entfernen, nein. Ich tue mal gerade noch ein bisschen Sachen hier analysieren. Ich wollte echt gerne das Motorrad haben. Geiler wäre es jetzt noch, wenn ich noch einen Bauarbeiter jetzt mir registrieren könnte hier. Ja, da müssen wir wahrscheinlich noch irgendwelche Quests vorher machen. Bevor da ist einer. Ich werde bekloppt. Die Abrissexperte. Ja, die hab ich gerade hier analysiert für dich. Ja, ich brauche jetzt hier Münzen, sonst können wir das Motorrad nicht kaufen. Also ich muss jetzt sowieso wieder zum Whitey rüber. Abrissexpertin, okay. Und wo ist der Experte? Ich kann ihn gar nicht kaufen. Warum kann ich den denn eigentlich nicht kaufen? Das weiß ich nicht. Die getigerte Katze fängt gerade die Spinne. Das ist auch witzig. Die silberne Spinne. So, hier ist noch voll doof, dass ich den nicht kaufen kann. Was machen denn die Skelette hier auf der Baustelle? Die saugen wir gleich mal wieder ein. Hast du die hier hingestellt? Nein, ich bin am Baggern. Du bist am Baggern, okay. Dann will ich dich nicht vom Baggern abhalten. Du bist ein Profi-Volleyballspieler, habe ich gehört. Oh Gott, wer hat das denn gesagt? Naja, da baggern sie doch auch immer. Das ist doch so Volleyball-Ding. Ach so, okay. Ich habe es nicht kapiert. Ich dachte, da hat einer in die Kommentare geschrieben. Nee. So, jetzt fahre ich aber auch nochmal hier mit dem Motorrad ein bisschen rum. Wenn man schon mal sieht, oh doch, ist ganz cool. Da ist ein Affe. Ich will den Affen. Ich will sowas von den. Haben wir den Affen noch nicht? Boah, ich will den Affen als Haustier haben. Haben wir eine Banane? Wir haben noch eine Banane dabei, oder? Sagt, dass wir eine Banane dabei haben. Nein, wir haben keine Banane dabei. Nein! Ach, jetzt können wir den Bagger doch kaufen, okay. Ja, ich habe den mal registriert da jetzt, ne? Weil ich wollte jetzt noch. Ich werde natürlich noch ein paar Aufgaben machen. Ich kann jetzt ja hier nicht mehr so rumrennen. Du kannst auch den Rest des Tages mit dem Bagger rumfahren. Ich werde dich nicht davon abhalten. Einer muss mach halt ich die Aufgaben oder so. Wäre die Folge aber auf meiner Seite extrem. Da ist ein kleiner Bagger. Wollte gerade sagen, den habe ich doch auch gesehen gehabt, den kleinen Bagger. Ich glaube, wo hast du den großen Bagger stehen lassen? Der steht da hinten. Ja, egal, ich kann ja jederzeit jetzt wieder einspawnen, nachdem du ihn. Stimmt, 12.000 kostet der. Nee, kann ich doch nicht jederzeit spawnen. Ja, warte, dann lass ihn mich. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt kaufen kann, weil ich habe ja genug. Ja, ich kann den kaufen. Jawohl. Bitteschön. Warte, den registriere ich noch schnell, den kleinen Bagger. Sehr gut. Und nee, warte, den schalte ich auch direkt frei, weil ich habe 350. Was machst du denn? Andere Dinge. Ich grabe mit dem Bagger, das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Motorrad und das Boot kaufe ich auch mal direkt frei. Ich habe 350.000 Steine. Ja, mach das ruhig. Ach, hier kann man mit dem Bagger kann man auch einfach alles hier weg, einfach alles aus dem Deck räumen. Das ist sau cool.
Da kann man echt einfach alles hier wegräumen. Das ist schon ganz cool gemacht mit dem Bagger. Ich glaube, diese Schrottwelt, die gab es auch in der Beta. Die kann mich noch erinnern. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal ein paar Aufgaben. So, der will ein Stück Fleisch, der will Mittagspause machen, der Typ. Okay, hat er einen goldenen Stein? Nee, hat er nicht, oder? Naja, aber hier sind ein paar Skelette, die greifen. Das ist eher Mitternachtspause, die er da macht. Das ist, glaube ich, eher ein Mitternachts- Donut, oder? Das ist kein Fleisch. Nee, das ist ein Donut, das ist ein Donut. Der will einen Donut haben, okay. Naja, gut, kann er auch haben. Wenn wir einen ziehen, bringen wir ihn gerne mit. Kann alles haben. Da vorne ist noch was markiert. Jetzt greift er mich an, der Bauer! Der Abrissexperte mit Bart hat leider den Whitey eliminiert. Das tut uns leid. Irgendwann musste es ja enden. Jetzt ist der Moment gekommen. Und ich grab mich mal hier runter, weil hier sind nämlich noch Sachen zu. So, ab nach unten mit uns. Ey, hier ist der Typ mit seinem Heißluftballon. Der hat eine Trompete für uns, eine Fackel, 5 Zähne, ein Herz und eine blaue Fackel. Ich kaufe mal die Trompete, oder? Soll ich die mal kaufen? Ja, mach ruhig. Boah, das ist ja krass, wie tief das Zeug teilweise unten ist, ey. Vielleicht brauchen wir die ja gleich mal. Das ist ja krass, das ist ja ganz unten teilweise das Zeug. Die Kisten, ne? Ja. Das ist ja das, was ich jetzt. Oh, hier ist ein grüner, Hab ihn. Du, okay, sehr gut. Was hast du bekommen? Ah, das war die Trompete. So ein blauer Block hier. Ich schau mal, was hier drin ist in der Kiste. Ah, du hast einen neuen Stein bekommen, auch nicht schlecht. Was habe ich bekommen? Eine Fackel. Ah, cool. Gut, dann brauchte ich die jetzt nicht kaufen. Ich hätte sie fast auch noch gekauft. Aber ich habe hier noch mehr drin. Das ist wieder eine von den. Also, es ist keine Leckkiste, aber es ist eine gute Kiste, glaube ich. Oh, Bauplan. Eine Festung. Geil, geil. Also, hier passt eine Festung nicht so hin, aber irgendwann können wir uns auch, glaube ich, mal ein cooles Schloss bauen oder so. So, hier haben wir das erste goldene Steinchen als Aufgabe. Ich möchte ein paar Fotos von meinem Lieblingsfahrzeugen. Hilfst du mir? Ja, klar. Von was denn? Was ist das? Von deinen Lieblingsfahrzeugen. Eine Planierraupe. Es gibt Planierraupen? Ah, doch, ja, doch, ich erinnere mich. Ja, doch. Die gab es in der Beta auch damals. Ja, oder im Early Access. Aber wo ist die denn? Das wiederum kann ich dir nicht sagen. Das musst du wissen. Hier ist noch ein zweites goldenes Steinchen. Hier, vielleicht redest du mit dem. Der will auch ein Foto von Das sind diese Roboter, der habe ich schon eingescannt, die können wir, glaube ich, schon bauen. Roboter? Der ist doch kein Roboter. Ja, diese komischen... Erzähl doch die Presslufthammer, nicht? Nee, das ist irgendwie, warte mal. Ja, auf dem Boden, diese bam, 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 bam. Nee, das ist nicht der Presslufthammer, das sind diese Dinger hier, diese, warte mal. Ja, Schrottroboter, doch, schau, so einer ist das. Warte, ich setz mal einen hin. Ja, warte mal, ich rede mal mit dem auch direkt. So, dann machen wir mal direkt ein Foto davon. Aber das hat doch letztes Mal schon nicht geklappt mit den Fotos. Ja, warte mal, ich mach das jetzt mal. Mit ihm drauf und dem Schrottroboter? Nee, einfach mal ohne. Ich glaube aber, er muss mit drauf sein, weil ich glaube, er ist ja drauf abgebildet und der Schrottroboter ist auch mit abgebildet. Geschafft. Jawohl, also man musste ihn drauf fotografieren mit dem anderen Ding. Okay, dann haben wir jetzt endlich mal kapiert, wie das mit den Fotos auch funktioniert. Dankeschön. Sehr gut, dann haben wir also Stein 35 schon. Meine Sache. So läuft. Okay, haben wir gerne. Navigierender Bauer sind wir jetzt. Das Bauer klingt einfach so schön im Deutschen, was einfach so zweideutig ist. Oh nein! Was? Was hast du getan? Ja. Wow, mega! Da, 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 da. Ich weiß nicht, was er gefunden hat, aber es scheint ihm zu gefallen. Da, 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 da. Hier, Katze, mit deinem Bagger kannst du hier das ganze goldhaltige Material einführen und ich pack's dann zur Waschanlage. Goldsucher in Lego World. Drachenbursche und der Whitey. Oh ja, aber was ist da eigentlich schon wieder? Ey! Hab ich die gerade umgefahren? Guck mal, ich kann dazu. Nein, das ist voll cool, guck mal. Warte, du kannst kippen? Ja, sicher. Stell dich mal rein, bitte. Okay, warte. Ja, ich stehe drinne. Nein, nicht mich rauskippen, gell? Okay, probier's mal aus. Probier's mal aus. Oh, ich will mit rein. Kannst du mitfahren? Nee, kann ich nicht. Kann nur immer. Die Fahrzeuge, also das kannst du müssen nur einer fahren. Wie hast du das gekippt? Schade. Wie hast du das vorhin gekippt? Auf Viereck gedrückt. Du kannst gerne mal einsteigen hier. Okay, dann probier ich's selber aus. Warte, ich möchte eben den kurz noch registrieren. Jawohl, den Kipplaster. Gelenkkipper heißt er. Nein, erst. Du hast ihn bestimmt schon kaputt gemacht, ne? Ja. Na, warum? Aber es geht auch so. Der fährt so noch. Jetzt hat er kein Gelenk mehr, was hast du denn? Der braucht kein Gelenk, der fährt auch auf zwei Rädern noch. Ich war noch nicht mal eine Sekunde weg und du machst mir meine guten Baufahrzeuge platt hier. Der war schon kaputt. Ich war das nicht. Ich bin da nicht. Vor allem das Ding fährt mir auch immer so ein bisschen noch hinterher. Ich glaube. Keine Ahnung. So, wir brauchen auf jeden Fall noch die Planierraupe, Freunde der Nacht. Yep, Freunde der Nacht passt auf jeden Fall gut, weil es hier eh gerade Nacht ist. Genau. Die Frage ist, wo bekommen wir die Planierraupe? Da ist ein Grüner. Wo? Hier, dann baut. Ah, der hat irgendwas Kleines. Hab ihn! Hab ihn auch. Okay, ich glaube, es warst aber du, der ihn umgehauen hat. Sammelst du das ein? Ja, ich sammel's ein. Dann suche ich solange weiter die Planierraupe. Einen kleinen Kegel haben wir bekommen. Können wir Kegeln spielen. Ach, kommen noch mehr Skelette. Ich glaube, ich muss mich mal hier wieder ein bisschen bewaffnen. Was haben wir denn hier noch als Bewaffnung? Wir haben hier...
Die Klavierkanone, na wartet, ihr werdet die Macht der Klavierkanone spüren. Ihr miesen Skelette. Aber hau doch ab, du Skelett, Alter, hau ab! Lass brauchst mich doch in Ruhe. Ich will mit dir doch gar nichts zu tun haben, Mann. Ich suche doch nur die Planierraupe. Brauchst du eine Schubkarre? Ich hätte gerade eine. Momentan nicht, aber ich habe irgendwas gemacht. Ich weiß nur nicht was. Okay. Ist es gut oder schlecht? Lebst du noch? Achso, jetzt kann ich... Jetzt ist bei mir gerade das Bild komplett komisch. Okay. Also mehr so 2D... Hä? Ach, ich habe... Okay. Was hast du... Ja, ich habe eine Werkstatt von irgendeinem gekriegt, weil ich zwei Skelette verballert habe. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Ich hole hier einfach noch eine Kiste hier, die wir fast übersehen hätten. Die sind nämlich manchmal in den Containern auch drin, die Kisten. Aha. Okay. Eine Schrottwaschmaschine, ja, wenn man da nicht glücklich wird mit Paintballgewehr. Hast du gerade die Waschmaschine gescannt oder das Paintballgewehr? Jawohl, habe ich gemacht, die Waschmaschine. Was ist das hier? Warte. Da ist die Planierraupe, Digga. Meiner weigert sich gerade hier das Ding nochmal aufzumachen, die zweite Kiste. Hey, mach's doch auf! So, stellst du dich bitte mal davor. Gehst du wieder fotografieren? Ja, sehr. Okay. Brauche ich nur mein Fotoapparat und dann geht's los. Ich muss jetzt mal die Paintball-Waffe auf jeden Fall ausprobieren, die der Whitey sich da gerade geholt hat. Das Paintball-Gewehr. Hey, da kann man echt die Sachen einfärben, alle hier. Wie cool, kann man auch die Leute einfärben, die anderen. Und? Ja, man kann die Leute auch in eine andere Farbe einfärben. Wo ist der Whitey? Jetzt wird der Whitey eingefärbt. Du hast es geschafft? Jawohl. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich gehe mal Whitey einfärben. Da brauchen wir schon wieder Eis. Eis haben wir nicht. Diese Donut-Dinger, die hätten wir aus dem... Eigentlich hätten wir die ja in dem Candyland kriegen müssen, oder? Was? Warte, denn die Donuts? Ja, eigentlich schon. Ich würde jetzt gerne... Nein, daneben geschossen! Warum? Nein, was tust du? Ich färbe dich ein. Du bist zu nah dran. Warte mal. Nein. Nein, nicht den Whitey hauen. Ich wollte die normale Farbe behalten. Hast du eine andere? Also bei mir hast du noch dieselbe Farbe wie vorher. Ehrlich? Nee, bei mir bin ich jetzt kotzgrün. Bin ich gerade rot. Okay, das ändert dann alles. Nur bei dir anscheinend. Oh, der hat auch was für uns hier. Der hat einen Plan von irgendwas. Aber er redet nicht mit uns. Der will auch noch ein Foto, der Typ hier. Also der sagt irgendwie nicht, was er will. Heutigen Tag werde ich nie vergessen. Machst du ein Foto von mir und meiner Ausrüstung? Yo, wenn du mir sagst, was deine Ausrüstung ist, ja, kann man schlecht erkennen. So eine Kiste irgendwie, wo irgendwas noch drinne ist. Habe ich aber auch noch nicht gesehen hier sowas, glaube ich. Doch, da vorne ist sowas, oder? Ehrlich? Ja, da vorne ist so ein Ding. Hier, wo ich bin, da ist so eine von diesen komischen Kisten. Was auch immer sie sind, ich weiß es nicht, aber da ist auf jeden Fall. Stellen wir ihn davor, mal ein Foto. Eben. Und dann hast du ja auch einen Motorradfahrer, wenn du den gleich mal willst. Ja, das würde passen auf jeden Fall zum Motor... Oder es könnte auch so ein Paintball-Typ sein. Das ist ein Paintball-Typ, ist kein Motorradfahrer. Stimmt, okay. So, machen wir Foto. Achso, ich drücke immer auf X-Foto, machen dabei sind Viereck. Ja, du musst Viereck gedrückt halten, dann machst du die coolen Fotos. Jawohl, dann kriegen wir auch gleich den Bauplan, oder? Er sieht zumindest zufrieden aus. Yay. Er gibt mir Gras. Oh. Was soll ich denn mit Gras? Tickst du noch ganz auf? Ich hab derweil einen Grünen gefangen hinter dir. Dankeschön, grünes Mistviech. So, Paintball-Spieler, den habe ich auch direkt freigekauft. Sehr gut, dann nehme ich ihn auch gleich mal und dann können wir Paintball spielen hier. Schade, dass man nicht sieht, wenn man den anderen einfärbt. Das ist auch noch ein Bug, glaube ich. Eigentlich sollte man das ja auch sehen. So. Achso, warte mal, ich kann dich ja mal einfärben. Mach das ruhig. Damit du das auch mal siehst. Ich muss oder ihr auf dem Kanal. Ja, genau. So, Paintball-Gewehr. So, Paintball-Schlacht. Paintball. Was ist ich denn? Ich treffe dich nicht. Doch. Wow, da sind viele Münzen drin hier. Kann mir einer erklären, wie ich hier schieße? Viereck gedrückt halten. Viereck gedrückt halten? Ja, Viereck. Also dann kannst du anvisieren, wo du hinschießen willst. Ah, okay, jetzt geht's los. Okay, ja, irgendwie ändert das meine Farbe trotzdem nicht. Ich habe halt den Paintball-Anzug, ich bin uneinfärbbar wahrscheinlich. Okay. Wow, aber Paintball, warum nicht? Paintball-Schleier. Nein, ich bin umgefallen, bevor mich der Motorradfahrer überfahren hat. Na, warte. Aktuelles Experte C können wir noch nicht einlesen, weil der noch eine Aufgabe für uns hat. Okay, da gibt es noch irgendwo eine Aufgabe für den. Ich gehe mal hier ein bisschen nach oben und schau mal, ob ich hier was sehe, irgendwo in der Entfernung. Ja, gerne. Aber das ist hier eine relativ kleine Schrottinsel eigentlich, oder? Ja, warte, ich guck mal eben schnell nach. Wir sind... okay, auf der gegenüberliegenden Seite ist das nochmal. Wir müssen übers Wasser. Okay. Dann ist da hinten dann nochmal etwas. Ich höre hier noch eine Kiste, die würde ich auf jeden Fall noch... Oh, ja, hier ist auch unter der Erde eine Kiste, aber ich wollte jetzt nochmal eben gucken, ob hier irgendwo ein Abrissexperte ist. Warte mal, der Hund will einen Knochen, haben wir gerade bekommen.
Ich brauche eine Bombe. Was nehmen wir denn? Nehmen wir die Piratenbombe. So, einmal da raus, bitteschön. Und dann einmal hier reinschmeißen, das Ding. Nein, du sollst es da... Oh, was tust du denn? Nein, nicht winken sollst. Du sollst die Bombe da werfen. So, den schwitzenden Abrissexperten haben wir jetzt frei. Jawohl, also wenn der einen nicht glücklich macht, wer dann? Nein, du sollst sie da unten reinwerfen. Da sollst du die Bombe reinwerfen. Ja, genau. Geht so, doch. Hier ist noch einer, der will auch so einen Roboter haben, den du da gerade gemacht hast. Ja, das sollte kein Problem sein. Den haben wir ja gekauft. Ich habe gerade schon wieder richtig am Münzen sammeln. Hier sind schon wieder richtig viele von den Gold... Wow. Also ich kriege auch die Münzen, muss ich sagen, mein Freund. Ach, die kriegst du auch, die ich sammle? Ja, die ganze Zeit ist hier alles bei mir am Sammeln, obwohl ich sagen muss, sammel mal bitte was ein. Ich bin gerade noch am Münzen sammeln, ja. Ja, bei mir geht aber oben nichts hoch. Ich sehe nur, wie die hier... Okay. Oh, schade. Irgendwie gehen die in den Roboter rein hier. Ich habe auf jeden Fall noch eine Kiste gefunden, die ein bisschen anders ausschaut als die Kisten, die wir sonst gefunden haben. Das ist nämlich so eine technische Kiste. Oh, wir haben das Dynamit gefunden. Sehr gut, das brauchten wir doch immer für... In dieser Wild-West-Welt brauchten wir das immer. Ah, das ist auf jeden Fall gut, dass wir das gefunden haben. Was finden wir denn noch hier in der Kiste drin? Eine Platte 1x10. Ja, gut. Ja, ist schön, dass du mir einen Bussi geben willst, aber das hilft mir nicht weiter. Du sollst hier in die Kiste reingehen. Jawohl, da gibt's noch mehr in der Kiste. Ja, Rappels im Karton. Das ist auch eine Pfanne, ey, der Typ hier. Brauchst du eine Mistgabel? Ich hätte gerade eine gefunden. Ey, du Typ. Kannst du dich mal bitte umdrehen? Ein Haarknoten. Den wollte ich auch schon immer mal haben. Jetzt haben wir die Mission angenommen. Hast du das jetzt gerafft, ja? Mit wem kämpfst du da eigentlich gerade die ganze Zeit? Ja, mit so einem schwitzenden Arbeiter, der die ganze Zeit angenommen die Aufgabe, aber irgendwie hat das Spiel das nicht angenommen. Achso, jetzt hat es aber geklappt. Gerade wenn ich komme, hier, das ist mein positiver Einfluss, dann klappt es auf einmal. Ich kann auf den Hund gar nicht reiten. Warum kann ich auf den Hund nicht reiten? Weil das mein Hund ist. Steht da irgendwo Ego Whitey drauf? Ich sehe nichts. Ich sitze auf dem Hund. Ja, wieso ist die Skelett eigentlich noch da? Das ist doch, hast du den Affen hier schon registriert, den Affen mit seiner Banane? Ich glaube, den konnte ich nicht registrieren, weil ich keine Banane gelber, hatte. Ein grüner, meine ich. Ich weiß, bin schon auf dem Weg, habe ihn schon gesehen gehabt. Hab ihn? Nein, hab ihn nicht. Na, warte, dich kriege ich. Ja, zum Glück bleiben die auch immer stehen irgendwann. Mistkerl. Ja, gib bloß her das Ding, gib bloß her. Haben wir Dankeschön. Eine Banane für den Schimpi? Nee, also ich hab... Nee, haben wir nicht. Das blaue Ding ist verschwunden. Nein! Das Ding ist einfach am Boden versunken. Wie gemein. Hast du das nicht gekriegt? Nee, das ist einfach vor mir plötzlich im Boden versunken. Also der grüne ist weg gewesen und das Ding ist einfach im Boden versunken. Hast du den da oben drauf geparkt? Was hab ich gemacht? Den Bagger hier geparkt. Nein, hab ich nicht. Okay, diesmal versuche ich nicht, ihn auseinanderzunehmen. So. Nein, nein, nicht schon wieder. Wieso mache ich die Bagger eigentlich immer kaputt? Lass es lieber sein. Such dir lieber einen Drachen, glaube ich. Ich glaube auch. Was, wieso denn? Was mache ich denn hier immer falsch bei den Baggern? Aber sieh doch, nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nein! Oh Mann, ich bin definitiv nicht fähig. Die Bagger, was zur Hölle? Der Bagger heißt auch nur Bagger, weil er immer rumbackt. Hier mit dem Donut, da wurde mir gerade gesagt, dass vielleicht irgendein anderer den Donut hat und mit mir gerne tauschen möchte. Das klingt dann fast nach dem Händler, oder? Wobei, die Händler tauschen ja nicht. Der Händler hat auch keinen Donut gehabt, muss ich sagen. Der Bagger fährt einfach von alleine weiter, das ist so herrlich. Ah, Lex des Todes. Sind aber schon wieder vorbei, ich hatte sie auch gerade kurz. Der Bagger sieht so, der baggert von alleine weiter, der haut einfach alles um hier, der gräbt einfach so weiter. Jetzt ist er kaputt, jetzt ist er ins Wasser gefallen. So, wenn du nichts dagegen hast, spawne ich mir mal hier ein Schiff und düse mal auf die andere Insel rüber. Schiffe haben wir eh noch nicht so viele gehabt. Ich wollte mal mir auch gerade eins spawnen. Aber wir haben ein Ruderboot. Wir haben auch diesen Speeder haben wir, glaube ich, noch. Den Speeder müssen wir haben von dem Agents Pack. Den haben wir auch noch gar nicht gezeigt. Den nehme ich jetzt nämlich gleich. Das mal. Der müsste nämlich auch noch ein bisschen schneller sein als die normalen Boote. So. Dann nehme ich beschleunigen. Boot des Handlangers haben wir auch, okay. Also irgendwie glaube ich... Ach, da hier ist noch nicht genügend Wasser oder was? Oh. So, ich nehme einfach einen Hoverjet und jetzt geht's ab rüber. Okay, ich folge dir dann einfach. Ich versuche dir jedenfalls zu folgen. Ja, mach das mal. Unter Wasser sind ganz, ganz viele Kisten. Ja gut, aber unter Wasser waren wir da schon. Ich finde es über Wasser eigentlich spannender. Vor allem unter Wasser haben wir jetzt, glaube ich, schon gebietsmäßig schon ziemlich viel gesehen gehabt. Also was es da so gibt an Sachen. So, jetzt müsste aber weit genug im Wasser sein. Ja, jetzt fährt er weiter. Na dann mal, dem Whitey hinterher. Okay, den hatte ich mir irgendwie schneller vorgestellt. Der ist leider nicht besonders schnell. Ach, da ist unser Schiff gelandet. Aber ist das hier ein Motorblock hier? Motorkran? Motorwinde. Motorwinde.
Wenn du in den Motor reinpupst, dann sind es Motorwinde. So, ich muss jetzt aber nochmal was einsammeln. Zum Beispiel die Motorwinde. Ach, die hast du schon, oder? Habe ich gerade gemacht, ja. Okay. Ah, da liegt dein Jet rum. Dann nehmen wir hier nochmal eine Schrottwaschmaschine mit. Warum auch nicht? So, der Ape-Affe will ja auch noch eine Banane, die ich leider nicht besitze. Ein Knochen für den Hund, der kriegt jetzt keinen. Der will ein Eis, das ich auch noch nicht habe. Was gibt's denn hier noch? Reifen nehmen wir gerne mit. Es gibt hier eine Fischkiste. Oh, die stinkt. Das sehe ich bis hierher, dass die stinkt. Kriegen wir da echt Fische raus aus der Fischkiste, damit die schlagen oder so? Jetzt habe ich sie eingesaugt, das wollte ich eigentlich nicht. Na egal. Braucht eine fiese Rampe zum Skaten, aber im Bauen stinke ich eher ab, so wie die Fischkiste. Kannst du mir vielleicht helfen? Wow, es gibt glaube ich auch Skateboards. Da habe ich irgendwo mal ein Video, in dem einen Trailer sieht man, wie einer von den Wolken runterspringt mit dem Skateboard. Das sollten wir auch auf jeden Fall mal machen. Also eine Skateboard-Rampe haben wir ja noch nicht frei, ne, oder? Nee. Also da... Ha, grüner Stein! Schön! Der hier will gerade... Ich krieg ihn, hab ihn! Der hier will mit Motorrad fotografiert werden, das kriegen wir hin. Müssen wir nur schnell wieder zur Kamera wechseln. So. Aktueller Rang, mit dem reden wir. Ich möchte ein paar Fotos von meinen Lieblingsfahrzeugen. Hilfst du mir? Ja, selbstverständlich helfe ich dir! So, jetzt muss ich aber... Ach, Foto ist eh schon freigeschaltet. Perfekt. Der schaltet dann schon immer direkt um in den Fotomodus. Was muss man gedrückt halten? Ah, Dreieck. Kreis. Ah, man sieht aber auch, dass die beiden Sachen dann drinnen sind im Bild, die gesucht werden. Ein Zombie-Cheerleader sind hier. Ich glaube es nicht. Die gab es auch schon mal im anderen Gebiet. Nein, ich will nicht aufgeben. Muss ich die jetzt kaputt? Alter, die haut mich mit ihren Punks. Okay, Whitey wurde soeben offiziell von einem Zombie-Cheerleader. Jetzt haut das Mistvieh ab, besiegt. Alter. Uhu. Aber hier ist noch ein Mistvieh. Bin zu blöd zu fotografieren. Mist. Nein, nicht die Laterne, das Foto-Ding. Ist doch hell genug hier. Wobei, jetzt wird es auch schon wieder dunkel langsam. So, einmal hier fotografieren, bitte. Nein. So. Ach Mist, jetzt ist der andere Typ wieder nicht. Ah, der ist wieder weggerannt, gell? Wo ist er denn hingerannt? Schauen wir mal, der ist doch irgendwo da. Irgendwo nach da unten ist er gelaufen. Hey! Wo bist du hin, Typ? Kann ich dich nicht mehr fotografieren. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.